wieder aus. Okay, das ist einfach nur Behinderung von Fortnite. Den Bug, den ich da hab. Jetzt habe ich wieder vergessen, wo ich war. Och, Bruder. Ach, Alex. Schwieb, 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 schwab. Ibel, ibel, ab. Wer kommt jetzt eigentlich alles? Niemand. Ich hab Basti gerade gefragt, der hat keinen Bock. Weißt du, sonst ist er immer so der richtige Suchtel. Und dann hat er keinen Bock. Koch, ey, was? Ja, und Fitzi hat noch nicht geantwortet. Und sonst fällt mir gerade keiner ein, der jetzt auf einmal Bock haben könnte. Vielleicht meldet sich einer im Stream. Dann lass doch mal diesen Blitz schnell schwippeln. Oder oder wir können noch Arena spielen, wenn du willst. Lass uns mal Beach Assault ausprobieren. Nee, bitte nicht. Spiel warum ich nicht. Das warum nicht Beach Assault? Ganz schlimm. Ja, ganz schlimm. Du respawnst und musst einfach was verteidigen. Also erstmal Creative. Na gut. Setzen wir erstmal hier runter. Der letzte Affe jetzt dann die Runde starten. So. Flo. Soos. Hallo, Soße. Nicht spiel wie kreativ, Pudu. Der Fisch kriegt jetzt einen vierten, eine vierte Variante. So chillig. Wie hässlich ist der Mecha-Anführer, Digga. Das ist ja richtiges hässliches Stück Müll. Wie klein ist denn der Shop jetzt? Was ist los? Wie viel ist denn da drin? Noch mehr hätten sie auch nicht reinpacken können. Achso, die Dinger kann man als Geschenk kaufen, aber kann ich nicht, weil ich keine Zwei-Faktor-Authentifizierung habe. Ich hab's mit Basti zusammen gemacht. Okay. Vielleicht schickt mir irgendein Zuschauer, was ich nicht glaube, aber vielleicht hat er ja keine Freunde. Wäre ich mit deinem Account befreundet auf einem zweiten Account, könnte ich es dir schenken. Aber da wäre das nicht Sinn, musst du erst 2 Tage warten und dann. Döner. Süßen. In der höchsten. Ah ja, Alex. Ist der Stream schon online? Dann guck ich mal nach. Ja, wir sind schon online. Soße. Basitox. Ah ja. Schrei doch nicht so, du bist mega laut irgendwie. Basitox. Du musst jetzt deswegen nicht flüstern, stell dich einfach in Stufe leiser. Ob in meine Runde. Nee, Mörder. Meine. Ja, wo gehen wir denn? Ich hab da nichts, also. Bei mir könnten wir gar nichts machen. Also hier schon. Ich kann das Spiel nicht mehr, also das wird jetzt interessant. Oh, okay. Ich weiß gar nicht, wie Spiel starten. So geht Spiel starten, meine Insel. Sag's dir keinen, Jolga. Hi, Maxi. So. Wie viele Leute sind denn so da? Einer bisher. Aber du kannst nicht viel erwarten. Letztes Mal war gar keiner da beim Apex-Stream. So, die Sachen spawnen. In den nächsten paar Sekunden. Und zwar genau jetzt. Hey, wo bist du denn? Ach so, du bist bei einem anderen natürlich. Klar, ich bin dämlich. So, was mag ich denn jetzt hier alles? Was gibt's hier überhaupt alles? Ich habe absichtlich jetzt nicht nur Ska und so reingestellt, weil das ist zu OP. So ein Ska, bisschen. Alles klar. Darf man nun endlich Zeug mitnehmen? Wie meinst du das? So viel Platz, wie man hat, oder muss man sich auf bestimmte Waffen beschränken? Also nur 1, 2 oder so. Nee, kannst. Ich hab 4 Waffen immer. Also AR, Pump, SMG und Sniper. Ich überleg grad, wie ich das am besten machen möchte. Ja, ich glaube, ich hab's so. Ich hab jetzt mein Zeug. Boah, die Sensi, auf da komme ich grad gar nicht klar, Digga. Digga, wo bin ich? Ach so. Nee, das sind 101. Oh nö, das sind 101. Warte. Ja, dann hole ich mir noch eine andere Waffe. Ach, man kann nicht mehr zu. Ich habe 2 Sniper mitgenommen, weil ich dachte, es wäre ein offenes Spiel. Hätte ich gewusst, dass wir 101s machen, hätte ich das nicht. Okay, auch nein, nicht. Geh da hinten hin. Ganz hinter. Ja, Alex, ist gut. Bin schon unterwegs. Ja, am Ende brauchst du wieder die. Ich komme auf die Sensi gerade gar nicht klar. Die Sensi. So, was nehme ich jetzt noch? Noch eine? Nee, das wäre low. Bruder! Ich nehme so eine noch mit. Oh, ganz ruhig, Alex. Irgendwer hat mir geschrieben.
Oder vielleicht ist es ja für Ziel. Ey, warum zielt mein Charakter jetzt? Ich drücke überhaupt nicht auf Zielen. Ja, es war mein Controller. Auch gut. Auch tut. So. Alter, warum? So ein scheiß Gebäude-Spammer. Ich kann nicht mal mehr bauen. Wie soll ich gegen dich was schaffen? Ich werde einfach runter hier. Auf meine Ebene. Und wie starten wir den Scheiß jetzt hier? Du machst es bei dir genauso wie ich. Mhm. Hier ist es. So, 8 Plätze. Fertig, go. Ach so. Ja, was soll ich denke schon nicht mehr? Okay, okay. Ja, lauf, du Stück Müll. Ja, ist ja gut, Alex. Kein Grund, hier gleich beleidigend zu werden. Stück Müll ist keine Beleidigung, Stück Müll ist eine Anerkennung. Ich kann das Spiel nicht mehr. Okay, ich komme langsam wieder ein bisschen rein. Ich habe schon ewig nicht mehr getroffen. Oh Gott, Baudo. Du hast aber auch gar kein Aim. Ja, mein Aim ist gerade ein bisschen lost. Mörder. Bau doch! Alter! Müllspiel! Bau doch, du Ratte! Ich bin auch eine Ratte. Ah. Nein, das hallo, ist nicht editier doch, du Müllhaufen! Oh Gott! Mein Controller-Kenntnisse sind so raus. Oh nee, also Alter. Abbruch. Einfach nur Abbruch. Ich komme nicht mehr mit einem Controller in der Hand klar. Digga, Alex, komm mal klar, was machst du denn da? Eine Kacke abbauen. Funktioniert ja offenbar nicht. Ja! Editier doch, du Scheißmüll! Ich bin fast komplett unten. Das ist jetzt durchaus dein Problem. Ah, ist gut. Ich komme auf meine Sensi nicht klar. Was ist denn los, Alblali? Ich komme auf das ganze Spiel nicht klar. Wo pimmelst du denn hoch? Ah ja. Boah, Bruder. Ganz böse. An meine Nase. Aim! Die Alex. Ist Fallschaden eigentlich an? Nee. Oh. Bist du dumm, weil ich Fallschaden anmache? Schallfaden. Hey, du kleiner Kevin! Ich bin kein kleiner Kevin. Ich bin im Highground, also habe ich. Ich bin im Highground, ich. Dann darf ich dich auch angreifen. Auf die ganze Zeit runter zu schießen. Nee. Ey, pimmel hier nicht so hoch. Mann. Ey, ich gegen dich verlieren, das ist schon fast eine Beleidigung, Alter. Dein Gesicht ist eine Beleidigung. Ey, schieß euch ja komplett runter, der Gennico. Ja, wenn ich 80 Meter unter dir bin. Juckt mich das? Digga, jetzt komm doch mal auf Augenhöhe da, du Pimmel da oben. Wo bist du? Ich seh dich gar nicht. Da wo du nicht bist. Ach echt. Ah, ich muss die Scheiße nachladen. Nicht mein Problem. Komm, geh mir aus dem Weg. Hast du dich geheilt? Nein, hä, wieso denn? Ich hatte noch ich hatte noch 150 Leben. Was? Ich hatte ewig viele Leben. Du warst gar schon white. Keiner. Nein. Doch. Wie soll ich mich denn heilen? Ich hab doch nicht mal was. Ich hatte 150 Leben. Ja, warte, jetzt respawn ich. Wie kann man denn. Ach, gib hier so, okay. Ich komme mit dem neuen Menü. Gib mir noch klar. Zwei One-Ones, dann klepp ich dich. Dann bin ich auch wieder drin. Oh, ich hab Kill. Ist gut. Mörder. Ja, das bin ich, nachdem ich dich geflext hab. So. Guter Witz. Uff, der Blitz fertig. Kann los. Ich nicht mehr editieren. Okay, Flut. Soße in der Hose, Bruder muss los.
kann das Spiel überhaupt nicht. Alter, verpiss dich aus mir raus. Du bist so schlecht, Alex. Du bist so schlecht. Das Traurige ist, du kannst nur Fallen spammen gerade. Ist schon drei Fallen. Der F. Eli schreibt, Hallo Tobi. Hallo Eli. Okay, lass ihn da. So ein Spaß, Digga, mit deinen scheiß Fallen gespammt. Wow, dein Editieren hat ja echt gut funktioniert. Alter, sorry. Jetzt kann ja, er mich wieder anlegen. Ich hab 127 Leben. Ja, ich hab 160. Ja, nee, wir spawnen jetzt beide. Kein Bock jetzt da auf den Müll. Ja, auf das. So. Was ist jetzt wieder Full HP? So, auf die Plätze. Fertig. Los. Alter. Du hast mich so aufgehalten, ne? Du bist so fett, Alex. Alter, wie soll... Junge, das ist so behindert. Es ist auch einfach geistig so zurückgeblieben, dieses Spiel. Du musst nichts machen, außer Bautasten spammen. Ja, komm, leck mich doch, Alex. Geh weg von mir. Alter. Wow. Piss dich in den Lowground. Bin gar nicht mehr so schlecht. Das war's komplett. Ich verstehe nicht, warum der Sideshot nicht funktioniert. Ich hab nur diesen Wind gehört. Nee, das Sideshot mit Treppe funktioniert irgendwie nicht. Ich weiß nicht, warum. Oh. Nasenbluten. Ich baue immer eine Platte über mich. Wie kann ich denn den Scheiß vermeiden? Shit. Die DGM ziehen. Lego. Nicht so leicht. Ah, jetzt bin ich raus. Jetzt hast du komplett High Ground. Alter, verpiss dich doch. Kann ich dir auch mal Hits geben, bitte? Jan Merten. Du standst gerade komplett neben mir, ne? Aber weil du wieder nur Baum gespammt hast, hast du mich ignoriert. Erstmal Highground holen und dann auf dich ballern, Digga. So ein Ding ist das. Glaubst du, das interessiert mich irgendwie? Nö, wusste ich auch nicht. Ah, der Nase juckt. Oh. Er ist so ein kleiner Spammer, ein so ein kleiner Turtle-Hund. Um was anderes geht's doch in dem Spiel gar nicht. Außer Gebäude zu spammen. Vira Ratten. Och, Manu. Vira Ratten. Nö. Doch. Oh! Maximale, ja, Baum, ich maximale Buildinghöhe. Zu spät gecheckt. Ja, ja, du leckst. Ich glaub, du ich bin geistig behindert. Mörder. Das komplett kassiert, du hast irgendwie 20 AP. Du kannst das nicht mehr gewinnen, Alex. Ich habe übrigens mit 127 AP die ganze Zeit gespielt. Ja, das ist doch nicht mein Problem. Selber schuld, wenn du nicht respawnst. Ja. Wo bist trotzdem, du denn? Trotzdem traurig, dass ich dich kleppe. Kleppen? Ja. Ah. Rira Ratten. Er sagt, er kleppt mich. Wir sind auf maximaler Bauhöhe. So geht's schon mal los. Ja, ich hab gecheckt, dass maximale Bauhöhe ist. Dann habe ich 75. Zu dann habe ich 75 HP weniger. Ajoinsen, aber ja, er hat schuld. Ja, Maul halten. Ich hab dich jetzt schon zweimal getötet. Du solltest vielleicht ein bisschen deine Statistik verbessern, indem du mich auch mal umbringst. Wäre wahrscheinlich ein guter Vorschlag. Das Maul ist halten. Meine Seite. Nee. Du lässt dich von dem Lappen, der eine 3 Wochen lang kein ernsthaftes Fortnite mehr gespielt hat, kleppen. Ich auch nicht, du Affe. Hab ich schon so ready? Spaß, Alex. Auf Plätze, fertig, go!
Ja, klasse, jetzt bin ich der rumpimmelt hier unten. Du pimmelst nein! Karma! Du pimmelst nein! Ich pimmel nein! Ey, wenn ich da jetzt noch den Highround gegen dich krieg, dann bin ich's. Ey, du kleiner Ratschen, du hältst dich ja. Ey, es leckt. Es ist ja gerade so krass geleckt. Scheiße, ich bin so im Logo. Ich bin so eine Ratte, Alter. Ach komm, Alex, leck mich doch. Ach komm, geh doch raus aus mir. Verpiss dich doch. Wäre jetzt traurig, wenn ich dich noch geholt hätte. Ah, geh doch raus aus mir. Ich will mich nicht in dir, ich will dich nicht in mir drin haben. Das ist nicht so lecker. Rira Ratten. Du bist wie so ein psychisch gestörter. Das wäre ein gutes 101. Nicht das, was du gegen Basti gemacht hast. Das war Müll. Ist mittlerweile schon hochgeladen worden? Das 101, nein. Hä, wer soll denn schneiden? Glaubst du, ich lasse das Basti Mutter oder Simon schneiden? Ich häng fest, ich hab Nein! Ich häng mit meinem Kopf in der Treppe, okay. Nee, du hast AIDS. Wie deine Mutter, weil ich die letztens so, oder was? Och, Manu. Jetzt hast du gewonnen. Warum ist der Charakter so fett? Er fliegt so schnell nach unten. Och, Manu. Da runter. Alter, du bist so ein Erd. Du bist so ein Erd. Warte. Fickix, wie viele Kills hast du? 3, 2. Aber das kann man wie oft hast du mich gekillt? Zweimal, ja, ich auch. Gar nichts hast du mich zweimal gekillt. Das sind jetzt einmal gekillt. Natürlich. Gekillt. Mit Falle und jetzt gerade. Ach ja, mit Falle läuft. Yippie. Er macht noch bis 5 und dann rein in Runden. Rein in die Runden. Andere wollen rein in die Olga, wir wollen rein in die Runden. Alter, kann das Ganze hier mal down gehen jetzt? Mann. Junge, wie viele Wände sind denn da noch? Danke, ja, Merzen. Junge. Warte kurz. Rotte kurz. Rott. So, 3, 2, 1. Jan Merten! Das ist der Startgong. Jan Merten! Alter, piss mich nicht an, Alex. Ich hab mich verbaut, den Urgroßonkel. Das ist dein Problem, sein Urgroßonkel. Alter! Sebastianiert! Schiebst dir doch in den Hintern. Nein, schieß, Bruder! Ach, Digga! Schieb dir deine komische Waffe doch in den Hintern! In mein Ohr schlägt die oder was? Ja, Alex, könntest du das bitte im Stream unterlassen? Wollen die Leute nicht hören? Ah, nee! Affengesicht! Bin komplett runtergefallen! Fett runtergefallen! Bau! Ohne Witz! Schuckbier! Mann, ich komm nicht mehr hoch jetzt! Fettes Stück Müll, beweg dich doch! Boah, ist einfach nur noch so hoch. Ach, leck mich doch, Alex. Ja, ist ja gut, du Jan Merten! Sei stolz auf dich. Hey, du kleiner Jan Kevin. Jan Merten. Jan Merten. Genau so ein Ding ist das. Hey, du kleiner Gurkensohn, komm doch her! Nee. Wäre cool gewesen, wenn das getroffen hätte. Nee. Ja, eins aber nicht. Nee, deins aber auch nicht. Ja, ach, leck mich doch. Ja, was soll ich denn machen mit meinen 4 HP jetzt? Rumpimmeln oder was? Wo bist du denn?
Doppelschaden, warum du nicht bist. Das ist mir ne, bewusst. Ach, du redest ernsthaft, dass ich da noch drauf bin. Oh, nein. Ekelhaft. Das hätte mir sowieso, sowieso nichts gebracht. Ich will keinen Ball haben. Wo zum Ums bist du? Der steht bei deiner Mutter. Ja. Nee. Genau so ein Ding ist das, Alex. Alter. So gerade der übelste Lag. Ich kann nicht mehr bauen. Ach du Wichser. Also allein für den, allein für die Verarsche. Ja, einen Kill. Weißt du, was Emil schreibt? Ja, sickst du das nicht? Der ganze Bus ist hier. Der Ehrenili. Ja, sickst du das nicht? Der ganze Bus ist hier. Alter, du schreist. Weißt du, wie viel der kostet hat? Das muss man schreien. Eli weiß, warum man das schreien muss. Doch. Nein. Der Eli, das muss man schreien. Der Typ schreit aber in dem Video gar nicht. So, ja, Alex, aber wir gestern 3, schon. 2, stopp. 1. Stopp, du Kevin. Okay, ja, ja, komm, jetzt, komm her, komm her. Ja, geht los. Du bist so ein fetter Wurmsohn, Alex. Ja, ist gut. Alex, weißt du, was deine Eltern sind? Geschwister. Halt, Maul. Jetzt verpiss dich auf. Du bist so hässlich, Alter. Nee, jetzt spielen wir nochmal. Abbruch. Ja, ich hab gewonnen. Nee, ich hab gewonnen. Hä? Ich hab gewonnen. Ich hab dich zweimal ehrenwert gekillt. Du hast mich einmal normal, einmal mit einer Falle gekillt. Und einmal mit einer Spitzhacke. Ja, zweimal. Zweimal. Deine Mutter zweimal. Digga, ich hab 80 Nachrichten bekommen. Warte kurz. Was denn leckeres? Wie sieht's aus, oder warum er nicht kommt? Er muss saufen. Oh, ich wurde beschenkt, halt's Maul! Hoffentlich gefällt dir das Geschenk. Viel Glück und viel Spaß von Benno, ehrenhaft. Also nicht der Benno, den du kennst. Nein, ich wusste, ist der Benno gerade im Stream? Nein. Ich wusste, irgendwer schenkt mir das. Ehrenhaft. Nice. Für den Fall, dass Benno im Stream ist. Dafür kriegt er jetzt auch erstmal eine Einladung, dann kann er mit uns zocken. Warte mal. Vielleicht ist er Ehre und kann mir einen Skin schenken. Weil er dir jetzt einen Skin schenkt. Ey, guck ihn dir an, er ist ehrenhaft. Er hat mir eine Spitzhacke geschenkt, aber auch nur, weil ich sein Lieblings-YouTuber bin. Was? Ich bin sein Lieblings-Alex. Ich bin sein größter Albtraum. So, wo ist jetzt der Kack da? Hier, der hässliche Miezenroboter. Was ist denn das eigentlich? Ey, ich find den irgendwie, der ist so richtig ipplig, so richtig breit, Mann. Ein Türsteher. Oh nein! Der Türsteher. Nee, das bin ich. Bombe! Wir können Trios Musik spielen. Trios, Arena. Können wir machen, ja? Wenn er mitzocken will. Aber ihr müsst performen, ne? Ich hab 210 Punkte. Deine Mutter muss performen. Hättest du ja nicht bis in Nacht gesagt. Nee, ihr müsst performen. Wie wenn ich das spielen könnte. Was erwartest du von mir? Was wollte ich jetzt eigentlich? Mann! Wird gleich aggressiv. Ach so, mein Spind, genau. Den hässlichen Demi-Skin raus, weil ich wollte mit dem gar nicht spielen. Welchen wollte ich jetzt spielen? Ach ja, die Strandfrau. Mit dem schwulen Einhorn-Rucksack. Und der schwulen Dildo-Spitzhacke. Nee, warte, nein. Der Flamingo-Spitzhacke, so. Einen cooleren Gleiter. Okay, nehmen wir mal random so hier so. Die schwulen Herzchen, das ist auch in Ordnung. Gucken wir mal, was es an Rückendeckern gibt. Ja, die sind ganz gut, aber. Nee. Ich könnte den Charlie Shake nehmen. Ja, den Charlie Shake. So, ich habe eine Nachricht schon wieder bekommen. Benno scheint uns nicht zu joinen, dann spielen wir jetzt erstmal Duo. Okay. Rein in die Olga.
So, was habe ich jetzt hier noch für Fortbat-Herausforderungen? Ich habe noch 5. Vendetta habe ich noch nicht. Battle Pass Stufen habe ich auch noch nicht. Ich Battle Pass Ding. Ah ja, das machen wir jetzt zusammen. Die Disco-Kugeln anheben. Dann Plasma-Schweif und lockerer Shuffle habe ich beide auch noch nicht. Nee. Ey, dann bist du aber ganz schön weit hinten. Ja, mir fehlen 5 Fortbytes noch. Dann habe ich alle. 3 davon sind an Bedingungen geknüpft, die ich noch nicht machen kann. Eine ist Battle Pass Stufe 100 und das andere ist eine Partner-Quest, die ich nicht hingekriegt habe, weil ich keine Freunde habe. Ist es das mit dem Disco-Kugel? Nee. Ja, wahrscheinlich ist das, was du noch brauchst. Ja. Ja, wenn Benno dabei ist, dann können wir eine machen. Ich brauche auch noch eine, muss man zu dritt sein. Ach, die, ja, kenne ich. Das wurde aber doch irgendwie geändert, dass man das jetzt auch sammeln kann, wenn man. Ja, man muss zu dritt sein, stimmt. Darauf wurde das geändert. Vorher musste man zu viert sein. Stinkt. Ja, gibt's noch dann diese einen Ringe ja, dabei. Sprachenlernen, Bubble. Welche Ringe? Ach ja, die Fallringe, ja, die sind auch. Wie findest du den Skin hier, da? Hier müssen wir gleich lang. Wo bist du? Tim, wie findest du den da? Kannst du nicht sehen. Verkackt. So, wir müssen gleich hier runter da in der Basis landen. Hopp, du auch, bitte. Dann machen wir gleich die Quest. Da wird gar keiner landen, weil die Quest schon 80 Wochen rauskam. Ja, aber das ist, da ist Loot. Ich gehe nie freiwillig in diese Basis da. Das ist voll der Abfall, seit die kaputt ist. Ich meine, die war früher auch schon Abfall, aber wir müssen unten drin landen, da wo die Sachen unten auf der Plattform liegen. Erst die Waffe da. Passt. Ich hab ne Waffe. Affe. Ich auch. So, hier ist der Fortbite. Hilf mir mal kurz. Du musst tanzen. Dancing in the moonlight, everybody. Leise. Nein. Geht doch. Danke. Sehr freundlich von dir, Alex. Habe ich endlich mal die Quest geschafft. Wollte ich eigentlich morgen machen, wenn ich streame, aber wenigstens kann ich jetzt mit dir machen. Easy going. Dancing in the moonlight, everybody singing right in. Als ob hier keine Tür mehr ist, Digga. Alles vernagelt, Digga. Wenigstens ist es nicht genagelt. Scheiße, das ist schlecht. Ja, dafür bin ich bekannt. Alter, jetzt ordne doch die Granaten, du Stück Müll. Nicht mal dafür bist du Nütze. Ach ja, der größte Prank des Jahrtausends. Das Loch in der Treppe. Du hast mich runtergepackt, du Arschloch. Arschloch. Bist so fett. Das wissen wir beide. Hey, ich heiße nicht David Subman. Nein, was? Ja. Bin ich fett. Alter, ich kann nicht. Ich soll noch singen, okay, Eli. Ich weiß zwar, dass du nicht schreiben wolltest, aber ich nerv dich jetzt trotzdem damit. Ich soll noch singen. Okay, Eli. Dancing in the moonlight. Was willst du, Alex? Schule. Ich hab Southpacks. 4. Ja, brr, Eli. Sorry, muss off. Ah ja. 4 Southpacks. Ja, ich komm gleich. Ich hab ein Mini für dich. Danke. Brr, Eli. Der einzige Zuschauer verlässt uns. Weil seine Mom wieder ins Zimmer kam. Du darfst nicht länger. Heute reicht dein Medienkonsum wieder. Für heute ist es wieder genug mit den sozialen Medien. Jetzt komm runter, du Kevin. Ja, ich hab Fallschaden kassiert. Danke, Alex. Danke dafür, Merkel. Wirf sie noch. Nimm sie nicht. Jetzt. So nicht. Sollen ja merken. Dancing in the moonlight. Okay. Ich hab ne schwule Skopter. Kann ich bitte was ordentliches kriegen? Skopter eher, Digga. Ganz ehrlich. Was ordentliches. Ordentlich. Schulz.
Ja, genau, so ein Ding ist das. Leid. Also, ob ich hier echt... Ja, nee, also das Spiel ist auch. Nee, also, nee. Da ist ein großes Loch für mich, um. Ja, no homo. Um da durchzukommen. Und. Wobei es wäre nicht mal homo. Aber um da durchzukommen, ist, so. Ist ein riesengroßes Loch. Aber du kannst halt nicht durchgehen, weil das Spiel sagt: bau dies Dach ab, Digga. Alter, du bist so dumm, das Spiel zu spielen. Da hier liegt eine Leiter. Warum kann ich die nicht hochklettern? In Apex kann ich Leitern auch hochklettern. Ist aber nicht Apex, so Kevin. Ja, sollte aber so sein wie Apex. Jedenfalls, oh. Jedenfalls an manchen Stellen. Ach, nee, habe ich nicht gefunden. Chucky, Scar, goldene Pump. Finde ich da die Bolt? Na was? Bolt ist wieder drin. Ich weiß schon, die Schalldämpfer ist dafür raus. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll. Sagen wir einfach, ich habe gar keine Meinung dazu. Ist am besten. Du bist nicht ehrenlos, jetzt bist du noch meinungslos. Was ist denn jetzt los? Wenigstens bin ich nicht schwanzlos, so wie du. Der war echt schlecht. Der war verdammt gut. Und du gibst es bloß nicht zu. Du gibst es bloß nicht zu, weil es die Wahrheit ist über dich. Okay, der war wirklich. Okay, ich bin ehrlich, der war wirklich gut. Das ist das erste Mal, dass du einen guten Witz gebracht hast. Oder einen guten Diss. Klar. Du meinst in dieser Woche. Weil wir uns nie gesehen haben. Außer beim Exkursion. Ja, aber sonst habe ich nichts mit dir zu tun, weil ich dich mag, wenn ich was. Genau, das ist auch mein Grund. Ist halt dann low, wenn du so den gleichen Grund, den ich hast, angibst. Gut, dann halt, weil du hässlich bist. Ja, du musst jetzt einen Grund haben. Gott, das ist doch schlimm. Ich kann mich nicht anschauen, ohne dass meine Augen tränen. Und das nicht, weil ich Mitleid mit dir habe. Also schon in gewisser Weise. Weil so ein Gesicht, das tut mir schon sehr leid. Okay, jetzt lassen wir es wieder. ADM. ADM? Das ist nur eine Art von Pornos, was ist das? Halt der Maul. Naja. Ich kenne nur Illusion. Was? Illusion. Das ist also kein Lächeln. I love you so much. Alpenpanorama. Dieses Illusion. I love you so fucking much. Das ist so ein Abfall, Digga. Wieso schreiben Mädchen sowas? Das wäre mir so peinlich als Mädchen. Was denn? Wenn ich da sowas schreiben würde, dort in meinen Status Illusion und den ganzen Abfall da. Und dieses, du bist so wunderschön, dieses ganze Geheuchelte auf Instagram, dieses ganze Kommentargeheuchle da, obwohl sie sich alle gar nicht leiden können. Und jetzt kommen gleich die Mädels an, die eh nicht unseren Stream schauen, weil sie zu cool dafür sind. Hey, du bist so dumm, wir meinen das ernst, obwohl wir es gar nicht ernst meinen. Ja, aber dieses Kommentargeheuchel ist schon ein bisschen lustig immer wieder. Hast du mein neues Bild heute schon gesehen, das ich hochgeladen habe? Ja, wo dann gleich wieder alle runtergeschrieben haben. Hübscher, hübscher. So hässlich, Digga. Das auf dem Bild ist nichts anderes als du mit einem dunklen Filter. Super. Und man sieht dich auch noch von hinten. Nur homo jetzt. Glaube ich. Ich habe das Bild nicht mehr im Kopf. Ich glaube schon, dass man dich nur von hinten sieht. Und es ist nicht mal ein schönes Panorama. Es ist nicht so, dass da jetzt irgendwas Besonderes wäre, so, keine Ahnung. Die Skyline von New York oder so. Das ist vom KZ, aber Kopf hoch. Ey, ach, das ist vom KZ. Ja, das weiß ich doch nicht. Glaubst du, es interessiert mich? Glaubst du, da habe ich 5 Sekunden zugehört? Ja, nee, komm, ganz ehrlich. Alles, was der Typ uns da erklärt hat, ist zwar nett und schön gemeint, hat er ja auch gut erklärt, aber das wusste ich alles schon. Er hätte mir was Neues erzählen können. Ich habe schon genug YouTube-Videos darüber gesehen, um zu wissen, wie der Zweite Weltkrieg verlaufen ist. Und Unterricht hatten wir da auch noch. Wobei der jetzt weniger sinnvoll war wie die YouTube-Videos. Alter, du schwuler Windkanal. Stück Abfall. Du bist mir zu anstrengend, du bist zu laut. Chill's mal. Du bist auch laut. Ich bin nicht laut. Ich bin nur breit. Ich habe mich jetzt richtig gefreut auf das Stream mit dir, aber wenn du jetzt dazu so nervig bist, du. Bin ich nervig? Wir wollen uns beides nochmal der Nervige.
Ich will einfach gerade chillig mit dir spielen. Okay. Weil du nicht komplett kacke bist. Du machst gerade einen Witz, oder? Nee. Ach, das ist eine praktische Funktion, die sie jetzt eingeführt haben, dass man jetzt diese ganzen Healing Stuff und den ganzen Scheiß automatisch aufhebt. Das finde ich gut. Komm mal her zu mir. Was ist denn da so Tolles? Was ist Bolt? Ja, da ist vor allem eine Falle. Denn die wäre ich fast reingelaufen. Ja, ich habe eine Heavy. Was soll ich mit der Bolt? Ja, dann bring mir die bitte. Also drop sie mal runter. Ein Moment. Uno momento, per favor. Ich habe eine blaue und wo drop ich die Lili jetzt runter? Da. Ich weiß nicht, wie Items in Fortnite fallen. Okay, die fällt runter. Ja, passt. Danke. Dancing in the moonlight, everybody singing my name. Und hast du sie? Ja, danke. Stabil. So, jetzt. Ich muss kurz niesen. Gesund, Hund. Ja, gesund, Hund. Hier ist halt überhaupt niemand. Was ist jetzt nochmal für ein Event? Wahrscheinlich Roboterfight gegen das Viech, oder? Ja. Ah ja. Gegen das ist dann Blutleck gammelt. Damit ich wenigstens weiß, was das Event ist. Wieso gammelt ja, das ich, also Raffi, ich dachte, das Viech Raffi ist so ehrenhaft und guckt es für mich auf meinem Account an. Weil falls da wieder was schief geht, kriegst du ja wieder, keine Ahnung, irgendwie irgendwas aus dem Shop. Wie letztes Mal diesen Gleiter da. Darauf bist du geil, dass es schief läuft, damit du was kriegst. Ey, letztes Mal ist bei mir auch nicht schief gelaufen, irgendwie bei anderen. Schief gelaufen. Ich habe halt den Gleiter viel später bekommen, aber ich habe ihn noch bekommen. Ich habe den Instant. Wobei bei mir gar nicht schief lief, ehrlich gesagt. Wir waren im gleichen Stream, im gleichen Spiel. Ja, Döner. Soos. Saas. So, jetzt kommt's gut, dass die. Ich finde immer so gut, dass die Leute rumheulen. Du musst mal streamen und du musst mehr Fortnite spielen. Ich dann immer sage, ich habe keinen Bock drauf, dann doch streame und dann schaltet keiner ein. Das ist immer so lächerlich. Hallo, es ist Freitagabend 8:30, wer hat denn jetzt keine Zeit? Da vorne ist ein Gegner, SO. Was machen die Leute jetzt? Außer den Stream zu gucken. Sich einen runterholen oder was? Ja nee, komm, ist doch ganz, sag ich ganz ehrlich jetzt, also was soll denn das? Alle heulen immer rum und dann schaltet keiner ein. Ja, ich schwör ich doch nicht. Doch, tue ich. Spiele einfach dieses Spiel. Da wurde jemand reboot, schnell hin. Sollen die Leute sich auch nicht beschweren, wenn ich nicht mehr Fortnite streame? Schnell hin, der ist. Ja, der ich kann wieder. Auch nicht schneller als der Charakter läuft. Mann. Bin eh schon im High-Eck. Wow. Ja, die pimmeln davon zu zweit rum. Aim ist nicht da. Das sind Enemies. Und unten pimmelt einer rum. Och Manno, ich bin. Alter, bin ich runtergefallen. Die fallen alle runter. Wie ich. Jedenfalls neben mir. Die heilen sich da. Der eine hat zwei Hits oder so, glaube ich. Ja, Bro, Alex, da komm hoch. Ja, nicht. Bin da. Die sind durchgezogen mit Jump Pad. Das sind noch welche, glaube ich. Glaube ich nicht. Nee. Genau in dem Moment verzupft er sich. So ein dreckiger Hund. Hier liegt noch ein Campet. Ja, warte kurz, ich muss kurz hier. Ach, Alter, jetzt schießen die da aus der Entfernung auf mich. Alter, oh, schön. Ich dachte schon, ich hätte verfehlt. 150er Hit mit der Heavy. Ja, lass pushen, oder? Hatte ich vor, warte. Bin schon unterwegs. Okay, der baut, der turtelt. Keiner Kevin. Ich schieße und du machst auch Pressure. Ich hab Angst, in ihn reinzulaufen und er dann eine Falle platziert. Da, Alter, ist kleiner Schwuchtelfisch. Sein Mate ist auch durchgezogen.
Folgt seinem Mate, der sieht nicht ganz so gut aus. Er lasst ihn hinterher. Ja, ich glaube, was ich mache. Ich bin schon die ganze Zeit hinter ihm im Windkanal. Ich bin rausgefallen. Schieße ich ihn halt jetzt ab. Alter, aim! Auto-aim, komm. Wird sowieso nicht funktionieren. Ich kann gar nichts mehr. Na, die Empfindlichkeit ist so am Arsch. Ja, jetzt üppeln die rum wie sonst noch welche. Ich habe halt auch vorhin mit 570 Holz, das war's. Saas. Da geht die Basis hoch. Hier ziehe ich noch mehr rum, da. Ja, hier liegen Minis, ist auch gut. Der ganze Busch sieht schön, da ist ein Biggie, wenn du den willst. Oh, Bruder. Komm mal zu dir, so Saas. Bei mir ja, unten pimmeln zwei rum. Komm zu dir. Achso, da bist du. Ich benutze gerade den Geysir. Ja, einfach ein bisschen chillen. King. Lass mal in da ungefähr bleiben. Ich will den Loot Drop abwarten. Okay. Der Kugel hat einer. Und die fliegen hier alle nur rum, weil die Scheißzone bei den Geysiren ist. Ich habe noch keinen Kill. Hast du überhaupt schon einen? Wir haben beide keinen Kill. Oh. Dancing in the moonlight, everybody's singing silent. Es ist halt keiner am Boden, ne? Die pimmeln alle in der Luft rum. Ich muss nach der Runde kurz die Dusche trocken machen. Das musste ich, hätte ich heute auch wahrscheinlich auch müssen, aber ich habe mich mit dem Stream so ein bisschen rausgeredet. Die Dusche trocken machen, man kennt's. Spiel ich so lange allein. Macht die eine. Nee, warte die 5 Minuten noch bitte einfach. Mach einfach irgendeine Herausforderung, ich habe eh noch was. Willst du den? Ja gut, dann mach die Herausforderung. Ja, nimm ich. Okay, und dann nimm du den. Da drüben pimmelt einer bei 255 bei den Masten. Kommt jetzt zu uns rüber und sagt, er sniped irgendwo. Er müssen die Zone kommen, das steht da oben. Zu dem Geysir. Ja. Alter. Digga, er ist aber auch ganz so ein nerviger Affenkopf, Alter. Er kann gar nicht sein Maul halten, Digga. Er gibt mir den Headshot natürlich. Als ob er dir den Headshot gegeben hat. Natürlich, was sonst? In den High Ground. Da sind Typen. Welche. Die haben mich noch nicht bemerkt. Jetzt schon. Hat einen Hit. Ein 70er, by the way. Ja, yeah, jetzt hat er schon High Ground oder hat was? Hat einen Hit. Ich muss den hören. Schwuchtel. Wir fokussieren uns gerade so auf den anderen Gegner. Ah ne, doch nicht. Ah, meine Nase meine juckt die ganze Zeit so. Der leck baut sich da unten ein, der hat sich da unten eingebaut. Also ich ein Loch von vergraben. Hat einen Hit. Der Kevin. Der andere schießt auf mich. Alter, das ist mehr als zwei. Es ist so lächerlich, Mann. Der Typ hat nichts drauf. Er kann Fallen platzieren. Wow, er ist jetzt schon Level 100. Das ist der größte Schwitzer. Ja, der spielt den ganzen... Nein, das ist kein Schwitzer, das ist einfach ein bisschen Süßen. Alles klar. Jetzt weiß ich auch, was ich mit dem zu erwarten habe. Nämlich außer Snipen nicht viel. Alter, jetzt ist so ein Hurensohn, ich wollte in dem Moment auch schießen. Zielen und schießen, das hat nicht funktioniert. Digga, was sind denn das schon wieder für Mertens? Dancing in the moonlight, everybody. Bist du jetzt weg oder bist du noch da, Alex? Noch da. Okay. Aber jetzt kannst du dabei kurz Ding. Okay. Bis gleich dann. Ja, hol den runter. Mach ich nicht. Jetzt steh ich nicht. Wenigstens kann ich es im Gegensatz zu ihm. So, was war jetzt noch der Vortrag, der mir dann. Ach so, nee, das war Battle Pass. Habe ich nicht. Sieht mir jetzt noch, habe ich 100%. Team Matches, Truhen.
Ach, Bro, ich hab gar keine Herausforderung mehr. Ich hab alles. Oh. Wie soll ich dann im Ding hochkommen? Im Battle Pass? 12 Tage noch. Ich meine, ich kann mir jetzt für 800 V-Bucks kann ich mehr Stufen kaufen. Die kosten eine Stufe 150. Da kann ich mir 5 unglaublich viele Stufen kaufen. Das heißt, ich muss nur bis 95 kommen. Sind aber auch immerhin noch 7 Stufen, das sind 70 Dinger. Rechne nochmal 7, 63. Das bringt eine tägliche Herausforderung. Ah, 63. Hallo. Danke. 5. Das ist ein bisschen eng, aber werden wir mal sehen. Gar keine Ausnahme. Okay, dann bleibe ich jetzt einfach mal kurz in der Lobby. Ah ne, wir spielen jetzt mal eine Runde Beach Assault. Beach Assault. Ach du Scheiße. Ich konnte mir gar nicht durchlesen, was denn. Dicker. Ich komme jetzt hier vor. Okay. Allora. Mamma, mi dai un fazzoletto? No. E il dito. Allora, vatti da me. No, un fazzoletto. Ragazzi, mi viene den Strand beschützen. Alter, wie werde ich denn weggemacht? Ich sehe ja nicht mal, Digga, die sind so. What the fuck? What? Was? Ganz komisch.
Können wir noch irgendwie woanders verteidigen als da oben? Hallo? Hallo? Ja, moin. Oh, jetzt bin ich wieder gestorben. Ich hab die ganze Zeit schon nicht mehr. Oh ne. Da unten dauern hier ja 10 Tage. Hallo und auch wieder tschüss. Hallo, ne? Ja, ist doch gut, aber ihr spielt nicht die ganze Zeit. Weil ich da keine Zeit. So. Perfekt. So, da. So, so. So, hallo. Alex bei ihm. Darf ich nochmal bitte? Was? Okay. Passt. Was? Wir warten noch auf Bootsy. So, hallo. Erstmal. Warte mal ganz kurz. Dame. Hier ist hier Marcel Davis von 1 und 1. So, ich bin seit 5 Minuten. Verleih Sebasti. Einfach genießen. Das ist schief, komm. Wo ist das? Da kommt gerade der Bus, ich will ihn nicht mehr sehen. Alter. Digga, ich bin seit 3 Minuten in Checking Epic Services Queue drin. Geil. Aber warte, ich tu nochmal durchstarten. Neustart. Komm, wir gehen aber in Duos. Okay, Tobi Easter hat sein Essen gepostet. Ja, ich auch. Digga, was ist denn das? Tobi postet sein Essen, Hartmann postet das gleiche Essen. Satienda GmbH, Kaffeebau und Röstwerkstatt. Röstwerkstatt deine Mutter. Da arbeitet meine Schwester. Mörder. Wo ist das überhaupt? Tügging. Mörder. Ich wusste gar nicht, dass du eine Schwester hast. Also ich meine, du bist sicher, dass sie nicht gleichzeitig doch deine Freundin ist, oder? Nee. Und die Schwester hat mir gerade Pommes gemacht, auf ganz ihre. Pommes! Was? Ja. Was? Ja, was? Ja. Doja. Danke, danke. Danke, Mama. Ich mag mein Schnuffeltuch. Ja, bitte. Schade, dass keiner da ist im Stream, der das hört. Digga, was halt auch. Nein. Was halt auch hässlich ist, bist du. Ah oh, ja. Jetzt sag nicht, du hast dir in die Hosen geschissen. Was? Nein, was? Was willst du denn jetzt? Digga, das Video heute ist euch zwar schon mal gesehen, ich fand es so geil. Mit dem einen Russen da. Oh Gott. Mit der Polen-Nanny. Oh ja, das ist die Endgegner. Alex, ja, da sind wir alle beide. Warte, Alex gleichzeitig. 3, 2, 1, go. Alter, du bist so delayed. So raus, Alex. Wissen wir fast genau.
jetzt geht's endlich. Digga, es gefühlt leckiger wie. Ist es auch. Moin. Und was tippt ihr bei Fortnite, wer am Leck ist? Ich. Also, verschwitzt landen, bitte. Ich sag ja, Merten gewinnt. Nee, jetzt mal ernsthaft. Also ich sag, ganz, auf Stompy. Ganz top, Solo Stompy zu Chicken. Ja. Auf ganz top. Das sag ich auch. Oder Bissel. Du, Chicken Stompy oder Mitro Mongral? Und Solo weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich würde jetzt nicht Stompy sagen. Da ist es, ich glaube, Solo ist es ganz random. Ich glaube, da hängt, also Solo hängt wirklich nur vom Glück ab, glaube ich. Wer an dem Tag gut performt. Aber in Duo, glaube ich, da ist es schon relativ safe. Stompy holt es, sag ich. Ich glaube, der Junge kriegt jetzt Angst bei einem Live-Event mit 3 Millionen Menschen, Digga. Wenn die alle da live sind, hätte ich keinen Bock drauf. Was siehst du das nicht? Der ganze Busch ist hier! Bus ist hier! Was hat meinen Beitrag gesendet? Kommt mir nicht an. Cool. Ja, jetzt. Ich wollte dir schon immer mal was sagen. Jetzt traue ich mich das. Ich auch. Auf drei schreiben wir beide. 1, 2, 3. Ich liebe dich. Ich habe eine Freundin. Ich komm gleich. Das ist deprimiert. Ah, nee, Basti! Basti, was nee. Pleasant Park oder irgendwo weiter weg? Nee, Schwitzen habe ich doch gerade gesagt. Das heißt, Schwitzen oh, nee. Heißt... Digga, ist ja, der doch. Rosa hässlich. Wer kam denn auf die Idee, den Rosa zu streichen? Safe kam irgend so eine Frau... Safe haben so eine Gruppe Frauen vor dem Epic-Entwicklerstudio protestiert. Haben gesagt, der Roboter muss weiblich sein, der Roboter muss weiblich sein. Nee, und dann Epic so, ja, okay, wenn sein muss. Deine Mutter hat einen Grund. Guck mal, diese Singularitätsskin. Ja. Ne? Da gibt es 5 verschiedene Dinge von. Und diese 5 verschiedenen Skin-Varianten, die sind da drinnen. Und zwar Kuschel, das ist was rosa ist. Rex Skin, das ist das, was der eine Arm ist. Der Tomato und das andere. Warum wollen wir hier landen? Hier ist kein Loot, da ist ein Fisch und ein Forschungsgebäude. So es heißt komm nicht jetzt. Moin Leute Basitox hier, sondern Servus Basitox hier. Und außerdem sage ich nicht, es ist wieder soweit. Ich sage Servus Basitox hier und somit herzlich willkommen. Und außerdem kommst du nicht, Basti. Herzlich ja. Willkommen. Chill kommen. Das will ich auch jeden Tag. Ich gehe zu irgendeiner Außenbasis, weil da wo wir landen ist Pimmeldorf, ganz ehrlich. Basti, willkommen. Alex, Raffi schreibt, wie es den 4 Seiten aus dem Französischheft geht. Ja. Und by the way, wofür du die noch Raffi. Brauchst. Ich weiß, ich brauch sie nicht, Raffi, aber es belastet mich einfach. Wie dein Gesicht, wenn weiß du dich im Spiegel aber anschaust. Es belastet mich, Raffi. Tim, da würde ich an deiner Stelle mal ganz leise sein. Ich fühle einfach mit den Seiten. Ja, mich mit, belastet es das auch, dass ich so wunderschön bin. Das ist echt eine Last. Ja. Dann lass mit so einem hässlichen Kevin zu spielen. Es ist halt echt schon. Er redet von dir in der dritten Person, so viel, oder? So vielen Mädchen nee, ich bin nicht abzusagen. Ja, ja. Ist echt anstrengend, so vielen Mädchen immer absagen zu müssen. Echt. Denken die sich eher bei mir. Nee, ist ja gerade von mir. Nee. Du bist ein Mädchen, das stimmt. Ja, das stimmt schon. Ja, doch. Bist du scheiße, Basti? Du Schätze. Du Schätze! Echt? Da spiele ich mit Raffi, sogar der hat mehr Skill als ihr. Nichts gegen dich, Raffi. Er kann ja mit uns im Squad spielen. Also Raffi, no hate jetzt, aber... Ich weiß nicht, ob Raffi besser und ich habe mit dem... Ich glaube, er ist der schlechteste auf dem Server, oder? Du bist doch scheiße! Ich fand es so geil bei dem Stream, so Basti kommt rein, hab jetzt voll Bock auf Apex, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich und Alex hatten gerade voll die geile Runde mit 10 Kills. Basti sagt nicht, dass er nur einen Kill hatte, ich 9. Doch, nein, er sagt. Danach gesagt, danach habe ich es gesagt. Nee, okay, kann das mich hat er nicht mehr gehört. Aber am Anfang erstmal zu sagen, ja, wir hatten 10 Kills. Er hat irgendwie nichts zu beigetragen. Er hat wahrscheinlich so 120 Schaden an Spieler gemacht. Und ich habe insgesamt so keine Ahnung,
1500, ja Basti. Weißt du, was lustig ist? Wen juckt's, du hast null gekriegt. Du hattest durchgehend No Hands. Die waren so schlecht. Digga, da kannst du gar nicht von meinen Zielen Basti, mitteilen. Sie waren gut genug, um mich zu killen. Ja, weil sie zwei noch gesprayt haben. Ja, sie haben auch zu zweit auf mich gesprayt und ich hab alle solo gegen Duo gerackt. Das war's an der Stelle für dich wieder komplett, Basti. Ja. Nicht gelaufen, sagt mein Spiel. Mach mal 101, dann sieht's scheiße. Ich hab Alex von dem 101 auseinandergenommen. Er hat, ey, er da sind Typen bei mir, da sind Typen bei mir. Wir haben 2-2 gespielt, das ist für mich aus. Das ist für mich auseinandergenehm. Ich hab dich zweimal mit einer Trap, ich hab dich zweimal gepickaxed, sei leise, Tim. Ja, nee, eigentlich nicht. Ja, doch. Einmal Trap, zweimal Pickaxe. Ja, einmal hat der Pimmel mich, weißt du, wir starten so und er unten fängt an, er baut nicht mal, schießt gleich mit der Pump. Ehrenloser. Ja, Digga. Alter, dieses Surfboard ist doch der letzte Abfall. Life goes on. Gehört in den Müll. Okay, Tim, dann ist es halt ein 4-2. Trotzdem, der eine Fallenkill und die zwei Spitzhackenkills. Ja, Gegner! Hilfe! Schnell! Ja, wir kommen doch. Kack dir nicht in deine kleine Kackhose rein. Halt dein Maul, Alex. Ja, die sind zu zweit. Was soll ich machen? Ja, ich find's geil, dass die Bolt wieder drin ist. Hilfe! So, schneller! Dir selbst, ich find's geil, dass die Bolt wieder drin ist. Mörder! Ja, die knallen mich, bitte! Das ist Tims erste Erfahrung in dem Bereich. Halt dein Maul! Hilfe! Ja, Alex, hattest du schon Erfahrung? Ja, na, natürlich, klar, weil er wird geknallt von seinem Dad. Ich werde nicht geknallt, ich knalle. Ach, jetzt kommt, helft mir doch mal alle beide. Schneller, schneller. Ihr seid so lang, ihr seid ohne, nee, raus. Das ist ein Lama, das loot ich noch kurz. Ich hab keinen Bock mehr. Was macht ihr denn? Ich bin doch schon da. Digga, er pimmelt an dem Lama, ja, und du bist ganz woanders, Basti. Lama? Ja, ist gut. Digga, ich. Mann, ihr könnt auch gar nichts ohne Spaß. Hauptsache, ihr seid immer so gut, aber ihr könnt mich da nicht mal, mir nicht mal helfen. Scheiße, Digga. Aller! Kann ihr da den Berg nicht bauen, der Krüppel? Alter, könnt ihr mal einfach nicht rumpimmeln. Basti! Geh irgendwo unten rum und hol meine Respawn-Card einfach. Ja, kannst du alleine nicht töten. Dann chill mal deine kleinen Leechies ja jetzt, okay? Nee. Du meinst meine großen Kürbisse, was? Jetzt komm, Basti, beweg dich! Alter, wie lange brauchst du denn? Wow, second, Alter, Basti, was machst du da? Das tut echt im Kopf weh. Ja, wow, Digga, ich kann nichts machen. Ach, ja, komm, Digga, Basti. Ich hasse dieses Spiel. Er ist One-Shot, Basti. Spaß, ja, bitte schieß dich nicht unter, der weg, kleiner Kevin. Es ist so lächerlich. Du holst mich nicht, Basti, du bist... Wo bist du denn? Sogar ich war schneller bei denen. Er gönnt sich den Loot, du kleiner Ehrenloser. Er gönnt sich den Toot. Das ist das Einzige, was er sich gönnen kann. Er wird sowieso gleich von hinten weggesprayt. Kann auch gleich wieder aufgehen, ne? Ich hab mich nicht aufgeregt. Was ist der beste Spieler, ihr wisst? Außer, dass ihr beide langsam seid, aber das weiß ich ja schon. Und das ironisch war, ist komplett getroffen, Alex. Basti, Bayern spielt gegen Real am Sonntag. Geht das noch ja, schon wieder los? Da kriegen sie eine Klatsche. Ja, Real. Tim, ich lass dir mal die Hit in Automaten. Das ist sehr cool. Ja, kannst du bitte. Nein, du Kevin, hol doch meine auch noch. Da kannst du beide gleichzeitig, Basti. Klar, weil da 800 Gegner sind. So dumm, Basti. Das sind 8000 Gegner. Außerdem lädt das Ding eh schnell auf. Wow, das sind zwei Snipers drin. Ja, ich hab, ihr habt ja nur noch 20 Sekunden der kleinen Kevins. Hier unten sind auch noch. Ja, wow, Digga, Basti, ganz toll. Ich mag Ratten. Du hast mir auch nicht null geholfen, Alex. Also gar nicht. Digga. Du hast lieber dein Lama gelootet. Ja. Ja. Digga, Alex, ich hab... Was ist jetzt lieber? Dass wir beide jetzt noch am Leben sind oder dass wir jetzt schon in der Lobby werden? Weil ich gegen drei nichts machen kann. Dass wir in der Lobby werden. Weil du nicht du da mitzocken kannst. Digga, weil ihr jetzt sowieso keine Punkte mehr holt. Jeder Kill gibt einen Punkt, oder? Holt. Ja. Ja, nehme ich halt irgendwo einen dreckig weg und fertig. Der hat 30 HP oder so. Und dann...
Ihr habt 5 Punkte. Und zweiter irgendeinen killen, der irgendwie solo rumläuft oder so. Ja, werden wir schon hinkriegen. Geh mir nicht auf die Nüsse, Alex. Du bist der, der mir null geholfen hat. Was ist, Basti? Warte, Basti, wie viel Schaden an Spielern hast du? Ach, wir geben normale Konditionen. Keine Ahnung. Was soll ich das denn wissen? Null wahrscheinlich. Ich habe keinen einzigen Damage gemacht, weil die mich zu dritt gechased haben und ihr nicht auf die Idee kamt, mir zu helfen. Lass mal hier hoch. Bei mir geht es eigentlich von den Waffen her. Muni fehlt ein bisschen und Heilung, aber sonst bin ich ganz zufrieden. Zu fritten. Hier ist zwar schon gelootet, aber. Aber da ist trotzdem nichts. Hast du ein bisschen Shot, Muni? Ja, kann ich dir geben. Welcher freundlich. Das ist falsch. Kann ich nicht holen, da braucht man den Vendetta-Skin. Ich weiß. Ich bin arm, ich kann mir den nicht leisten. Ich bin Tim, aber danke für die Beleidigung. Normalerweise bin ich halt gewohnt, dass Alex übernimmt. Ich habe auch zu meinem Dad schon ein paar Mal Basti gesagt. Das sieht mir so oft. Ja, Basti und Eli sind die einzigen, mit denen ich in letzter Zeit viel mache. Deswegen habe ich meinen Dad manchmal schon Basti und Eli nenne ich auch manchmal Basti. Ist halt gewohnt, Basti dauernd Basti sagen zu müssen. Basti ist gut, jetzt Basti, es reicht wieder. Sowas, deswegen halt. Basti, du musst jetzt da nicht in die Ecke schalten, nee, was? Basti, man wäscht sich nach dem Kacken die Hände. Basti. Das ist nämlich so ein kleiner Schmutzfink, der Junge. Richtiger Schmutzfink. Ich glaube, wir spielen jetzt, Camp Games. Turtle Games, sowas. Camp Games? Ne, also nicht dumm, lassi, Posche. Das habe ich nie gesagt, das war Eimer. Eli. Richtiger Mülleimer. Hast du genügend Materials? Tim hat vorhin über mein Bild gelästert. Materials mit Z. Auf ja, Insta. Nee, weil. Nein, Alex, lass mich das bitte richtig stellen. Ja, doch, ich habe nicht. Ich sagen muss, also ganz angebracht ist es nicht, als wenn einer weiß, wo das ist. Darum ging es mir gar nicht. Das ist mir scheißegal, der Ort vor dem Ort. Also ich habe schon Respekt vor dem Ort, aber ich muss sagen, ganz interessieren tut es mich jetzt nicht. Basti, das war irgendwo im Wald, ist dir bewusst, ne? Ja, ich weiß schon, aber das war. Gegner, Alarm! Ja, ich bin tot. Ich bin hart am Arsch! Hallo, ich hab ihm doch schon 800 Hits gegeben. Wie viel will er noch schlucken? Lol, jetzt haben wir noch seine Mom letzte Nacht. Ach, bitte. Ich hab ihm Hits gegeben. Finish, hier die Beine, bitte. Danke. Hau mich ein und hol mich schnell. Schnell! Der kommt. Ist nicht so. Basti! So lost, ohne Spaß. Hätte sogar ich geholt. Ich hab beide geholt und dem noch ein 100er. Du hast beide geholt, weil ich dem bei einem schon 8 Millionen Hits gegeben hatte, bis er White war und dem anderen schon mehrere Schildhits. Nein, mir ging's darum, mir ging's um dieses Fake Instagram Geschleime und dieses ganze. Das ist einfach nur ein langweiliges Bild, wo man ihn in seinen Rücken und seinen Arsch sieht und das mit Filter bearbeitet ist. Was ist das? Gar nichts. Das ist ja nicht mal ein schöner Hintergrund oder sowas. Und dann schreiben alle so hübscher, toller, obwohl es gar nichts ist. Das ist echt unnötig. Am besten ist das unter den Mädchenbildern. Die können sich alle gegenseitig nicht leiden und sagen, das ist voll die Hässliche. Oder unter den Bildern kommt immer, hübsche, Illusion. Und den ganzen Scheiß. Bei deinen nächsten Bildern einfach die Kommentare da deaktivieren, dass man keine Kommentare schreiben kann. Ja, deaktivieren. So, ich muss mit dem Plasma-Schweif im freien Fall durch die Ringe über Ludwig fliegen. Auf geht's. Ist gar keine rein in die Olga. Nein. Nee, aber dieses ganze Fake-Zeug, also ganz ehrlich, das ist so lächerlich. In Wirklichkeit hassen sie sich alle, aber dann immer hübsche, schöne, wunderschön, Elisen. Und im Endeffekt denken sie sich, hoffentlich wird dieses Bild gesperrt. Warte mal, hier, unter Alex Bild, pass auf. Ich sag jetzt nicht, wer das ist, aber dein Kommentar ist sowieso ganz krass.
Basti? Da. Hübscher. China. Was haben wir noch? Wo haben wir noch Kommentare, die dämlich sind? Wie hast du denn da auch alles? Das verstehe ich nicht. Du hast welche markiert und dann 10 Stunden später markierst du nochmal welche. Da. Ja, Mann. Hübschesten. Lüsen. Übertreib halt. Herzchen. Hübschen. Das hast du geschrieben, Basti. Ja, Basti, guck, ich schicke jetzt einfach ein Bild und dann nimmst du deine Meinung zurück von wegen, es ist nicht in Ordnung, dein Bild zu machen, das hochzuladen, weil... Da. Wow, Punkt, 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 why so schön? Wer hat das geschrieben? Unter einem anderen Bild. Da. Hier, da. Liebe dich, übertreib. Herzchen, Herzchen, hübsch, hübsch. Lü, bei wem denn? Du Model, Schäne und bei deiner Freundin Alex. Wenn du schon genau wissen willst. Ich hab keine Freundin, nur Vollpfosten. Nein, so, Ludleg, auf geht's. Ludleg, guys, go. Basti, das ist richtig genug, Digga. Da hab ich Bock. Wir haben einen Typen in der Runde, der hat Amerikas Arsch, also los jetzt. Als ob. Ja, ja. Hast gesehen, Basti? Ja, warum? Was nee, das andere Bild. Als ob der Ring so weit oben ist, what the fuck? Ja, komm ich nicht durch. Das neueste Bild. Wie wenn der Ring so weit oben ist. Ich spiele jetzt Fortnite, ich schaue jetzt gerade nicht auf mein Handy. Ich rippe ja, jetzt. Mach's ja nach. Ist mir zu blöd. Das Gönnung purer, Basti. Ich spiele Fortnite, ich schau nicht was auf mein Handy. Was hast du denn da geschickt, Digga? Ich will es mir ja gar nicht anschauen. Kannst du mir vorstellen, wenn es sowas ist, wie du mir immer schickst, dann wird es wahrscheinlich wieder eine Porno-Webseite sein, oder... Nee, ich schicke keine Porno-Seiten. Oder Bilder von irgendwelchen Mädchen, oder neue Instagram-Machen. Ich war noch nie auf einer Porno-Seite. Das glaubt wird selig. Ich schwöre auf alles. Ja, auf was soll ich schwören, damit du es mir glaubst? Deine Mutter. Alex, der Witz war gut. Der Witz ist der Witze. Digga, ich schwöre auf einen Fortnite-Account. Alter, als ob man nicht hoch genug spawnt für die dämlichen Ringe. Ach, ist doch scheiße. Ja, ich kann die Ringe, ich muss wieder hier landen nächstes Mal. Klar, Alex. Digga, ich hab keine Aim mehr. Bruder. Mann, Sukuru. Bei mir ist einer. Ich gönn mir den, Digga. Den Digga. Hey, lass den. Sukuru, bei mir ist einer. Töte ihn. Ich hab keine Waffe. Ja, er hat eine Waffe, was soll ich jetzt machen? Stirb, du Kevin. Hey, das ist keine Idee. Ja, er kann mich holen! Stirb! Warte, du musst ihn einfach nur pickaxen. Hallo, nimm doch die Scheiße. Digga, ab danach spielen wir Teams. Ich hab keinen Bock, meine ganzen Punkte zu verlieren. Ja, nee, also Alex, ne? Gerade redest du noch davon, dass du auf keinen Seiten bist. Gefühlt bist du halt auf einer Seite, ohne Ehren, Digga. Wie auf einer Seite. Bei mir. Acht Typen. Ach, nur Mann, ihr müsst euch über Pornoseiten unterhalten und ich sterbe schon wieder. Es ist halt so lächerlich. Nee, halt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, Alex. Basti, schick mir mal. Alex, ach, ihr seid beide da. Ihr seid echt anstrengend. Ja, wir hatten beide eine Sniper. Ah, die kenne ich. Hä, Basti, das ist doch die, von der wir letztens geredet haben. Nein. Oh. Ja, nee, potthässlich jetzt nicht, aber potthässlich. Erinnert mich, Basti, du weißt mich an, was mich das Kleidungsstück aber erinnert, oder? Ja, ich weiß. Ich weiß es wirklich. Ich hab direkt daran gedacht. Das war mein erster Gedanke. Ach, der ist privat. Ja, okay, dann vergiss es. Hey, an Bastis Ding. An Bastis Freundin. An Bastis Ding. An Bastis Freundin. Lutschst du jeden Tag? Die sagen wir auch füllen. Ach, ihr seid so dumm. Was laberst du da? Was ist los? Bei dem Bild muss ich erstmal an Bastis Freundin denken. Ja, ich auch. An Bastis Freundin. Bastis quasi Verlobte. Ehre genommen. Ehre. Genommen. Magst du?
Alter. Weißt du, Basti schreibt mir halt so auf ganz trocken, wie wenn ich das jetzt nicht sagen würde. Er schreibt mir halt einfach Hurensohn. Mir auch. Hätte auch einfach eine Gruppe erstellen können und Hurensöhne reinschreiben können. Es ist so, Basti, du weißt ganz genau, dass ich das nicht mag, wenn man solche Wörter zu mir sagt. Egal, ob es lustig gemeint ist oder nicht, das weißt du ganz genau. Bist du da auch so ein, bist du so ein Rumpingeliger da? Bist du so ein Rumpingeliger bei sowas alles? Ach so, für das ist es. Aber ja, davor, natürlich. Aber davor, Hauptsache davor, ja, sagt er so zu deiner Freundin. Hey, ich? Tim! Was denn? Kevin! Was denn? Ja, momentan läuft nicht so, glaube ich. Bei dir? Ja, mit gewisser Person. Bei dir? Ja, nee, hab ich nicht. Scheiße. Ja, gut, also es war jetzt kein Korb, aber. Naja, was hast du denn gelesen, Digga? Es war indirekt halt. Was hab ich denn? Hä? Als ob du einfach sagst, dass das funktioniert, Alex. Du hast den Screenshot geschickt. Wegen den Herzchen. Hast du jetzt schon ewig hergefühlt? Schon gefühlt, keine Ahnung. 1938 gewesen. Naja. Ich hab keine Affenwaffe. Bist ja aber auf einem losten Stand. Ich hab Waffen für dich. Sehr freundlich. Hat nämlich immer da, wo es Spaß macht. Ach Digga, ich will Apex spielen. Ohne Scherz, Digga. Ach Digga, halt die Fresse. Er will Apex spielen. Weißt du, ich kann mich halt wenigstens zusammenreißen und versuche Fortnite einfach nicht zu beleidigen und Apex nicht besser zu machen, weil es halt einfach besser ist. Aber ich reiß mich jetzt einfach mal zusammen. Apex ist auch besser, mit Abstand. Ja klar. So, wenn du es ein Jahr lang spielst, dann ist es auch nicht mehr geil. Ja, Fortnite auch nicht. Ach, unser Mate ist gestorben. Fortnite. Oh, der wird aber gut gewesen sein. Das war der Account von Ninja wahrscheinlich. Der dritte Account? Jexige Ticke, alles klar, Digga. Dafür, für so einen Namen würde vor mir, 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 vor mir. Ah, er hat einen 57er im Wegfliegen kassiert. Wenn du ihn hast, lass ihn bitte von mir finishen, weil ich brauche die Quest. Okay. Er hat einen 57er kassiert, während er weggeflogen ist. Wo ist der kleine Kevin? Irgendwo in die Mitte. Titte, ja, da fliegt er mit dem Jump-Pad. Der geht eh in Bastis Riegel. Nee, in deine. Nee, in die vom Teammate, da wo er gestorben ist, bruh. Was denn jetzt, Kevin? Da wo Basti ist in der Richtung. Basti ist. Deswegen ist er auch down. Ich wollte gerade sagen, Basti ist nicht gestorben. Was gerade sagen? Ja, komm, lass ihn pushen. Jungs, ihr habt mich zu zweit gesprayt. Ja. Hallo, zielen! Ich frag mich halt auch, warum mein Zielvisier immer kaputt ist. Das nervt mich so in Fortnite. Immer wenn ich ziele, dann zielt mein Charakter nicht komplett ein und bewegt sich immer so ein kleines Stück nach links. Das ist so ein richtiger Scheißsack. Kann mich ganz bitte wiederholen? Ganz bitte? Es leckt so krank, Mann. Ich normalerweise 0er Ping, jetzt habe ich einen 30er Ping. Ich gehe hier rein. So. Lass es jetzt einfach, Basti, ist gut. Alex, du bist es. Ich weiß, dass ich es bin, Basti. Die kommen. Ja, dann carry mal, schieß! Die haben euch noch nicht gesehen. So krank. Alex, bleib mal da. Ach, du hast eh. Die laufen away. Er hat einen 43er, noch einen 39er. Digga, ich bin's mit dem Revolver. Ey, da wurde noch wer revived. Wir sind am Arsch. Wir sind komplett in der Mitte. Am Arsch. Willst du einen Mini-Basti? Ist er genockt, der Kevin. Da ist ein Mini-Basti. Pushen. Lass die pushen. Oh, da sind noch mehr. Mörder. Überhaupt keine Metz fällt mir gerade auf. Ey, nicht kaputt schießen, ich muss da noch rüberlaufen. Achso. Da sind welche, ey, ich hab keine Metz, um den jetzt, wenn er spammt, bin ich am Arsch. Wir wissen das, ich hab auch keine 63er Hits. Er ist komplett am Arsch, der hat den Revolver so kassiert. Das hat mir gefallen. Ist vor mir, hab ihn komplett, weg. Der ist so raus. Warte, ich will ihn finishen. Oh, bruh. Die nächsten kannst du komplett haben. Dafür hast du jetzt einen Loot bekommen. Ja, guck, ich hab immerhin auch einen Kill. Da vorne ist ein Gegner. Der wird hops genommen von mir. Aber komplett.
Der ist auch wieder richtig lost. Oh, scheiße, sind zwei Gegner. Ah, ich bin runtergefallen. Einer ist komplett white. Ja, ich hab keine Meds. Hilfe. Einer knockt. Komplett in den drin. Den hab ich so low geschossen, Alex. Den hab ich low geschossen. Nur die dämliche Tech wieder kein Damage macht. Ich brauch Shotmoon, bitte. Ey, ich hab grad zwei Kills abgestaubt von euch. Boah, Shotmoon, ganz dringend. Ja, kann ich dir ein bisschen was geben. Vier mehr geht nicht. Das ist so viel. Hier habt ihr ein bisschen Sturmgewehr, Moni. Sturmgewehr! Sturmgewehr! Los, lass sie stürmen! Habt ihr Blue Life oder normales? Drei Kills, ja, ich du hast nur einen einzigen davon verdient. Ich bin nur full, weil, Döner. Da ist ein Lagerfeuer. Ich bin nur full, weil ich mir ein Ding gegönnt habe, einen Jagger. Warte mal. Ich fahr mal Metz. Etwas keine Metz. Das ist belastend. Nicht da. Was ist das? Heute Tennistraining war so anstrengend, was? Hä, was ist das? Kennst du das, wenn es so richtig schwül ist, die Sonne aber nicht so richtig scheint? Ja. Wenn es so richtig schwul ist, das kennt Basti, das ist immer so, wenn er in irgendeiner Umgebung ist. Und du nicht unbedingt so ein T-Shirt anhast, das so atmungsaktiv ist. Das ist so geil, gell? Das Gefühl ist geil, weil du merkst so, dass du dich anstrengst und so. Tim, lass mal bitte die zwei Kisten. Ja, viel Spaß damit. Danke für die Tech, Mann. Bitte. Bitte schön. Weißt du, sowas, wenn wir halt in Arena, in Dingen wieder hinkriegen, in Arena, dann ist halt chillig. Ja, aber da sind die Gegner alles verschwitzte Spasten, die sonst nichts machen, außer den ganzen Tag viel Scheiße zu tun. Einen, aber ich hab mir zwei verdient. Ich hab halt einfach, bin's halt einfach. Scheiß bist du bist halt einfach. Du bist es halt einfach, aber ein kompletter Killstealer. Genau das ja, bist du. Ja, Digga. Tim. Ja, ist ja egal, Hauptsache wir haben die Kills. Ohne ist so, ich zieh mit drauf. Dann braucht er aber nicht ankommen. Ich bin's halt, ich hab drei Kills. Tim, ist einfach nur ein Gegner, weil sie Westen. 35er Hit, der ist white, der Typ. Ja, warte mal. Auf uns. Farbenbäume. Ich jetzt ganz weit Baums. Weg, da kann mir gar nichts, außer er snipet mich jetzt. Ich muss die Karma-Schelle, so der Sniper ist 8 Milliarden Metern. Deine Mutter ist eine Karma-Schelle, wenn man sie anschauen muss. Hoffentlich schaut die jetzt nicht zu. Ja, aber es glaubt wirklich. Nee. Gar keiner guckt den Stream, weil die Affen immer bloß sagen, ich soll streamen und dann guckt keiner zu von den Idioten. Manchmal hasse ich unsere Zuschauer. Manchmal hasse ich unsere Zuschauer. Ich höre Gegner fliegen, sehr leise. Leise. Er muss immer alles ins Lächerliche ziehen, ne? Immer. Sagst gerade du. Wo hab ich jetzt heute... Da sind welche da vorne. Heute nicht, aber sonst immer. So, ich hab hier Saufdinger. Basti, wo bist du schon wieder? Die Frage ist, wo ist Basti schon wieder? Ich fahr... Allein dafür hat Basti jetzt keinen Saufdeck verdient. Ach, bruh. Ja, ich war schon voll. Beides ist solche Erz, ganz ehrlich. Können wir jetzt irgendwas Produktives machen? Ja, in die Zone laufen. Da ist ein Kugler-Typ bei Nordosten. Ah, der ist ja gleich nicht mehr. Sein Kugler ist raus. Der backt komplett. Guck dir den mal an. Hallo, Zielvisier. Alter, da schießt jemand. Ey. Von wo denn? Hallo, mein Zielvisier ist kaputt. Hä? Ach, von da unten. Basti, so schneller. Ein dummer Kevin Sohn. Mein Zielvisier ist halt kaputt. Nur deswegen. Ach komm, ich hab das Spiel dick und ganz ehrlich. Ich hab das Spiel so gefressen. Was? Nee, Abbruch. Ich hab keinen Bock. Warum spiele ich das überhaupt noch? Der hackt, ne? Get Aimbot. Der hat Aimbot, Digga, er drückt mir jetzt
Ich kann auch nichts machen, weil dieser scheiß Bug wieder zuschlägt. Jedes Mal, wenn ich ziele und One-Shot-Accuracy will, läuft mein Charakter nach links, ganz langsam, und ich kann nichts dagegen tun und ich kann nicht ordentlich aimen. Das ist zum Kotzen und das habe ich nur bei den Fortnite. Scheißspiel. Aimbot. Ich hab mir zwei Headers gedrückt, obwohl ich mich bewegt hat. Ist so. Mir auch. So ein Windel. Der hat innerhalb von zwei Schüssen 150 Leben abgezogen, der Kevin. Hätten wir halt einen normalen Mate gehabt, der wenigstens ein bisschen was kann. Nee, wir müssen den letzten Kevin kriegen. Ah, scheiße, noch kurz dünner und böse. Ich muss zu Lazy Lagoon. Und danach dann noch den Fortbett mit euch machen. Diesen, wo man diese Druckplattenrätsel. Genau. Impulse, freier Fall. Battle Pass full. Vendetta. Season 8 war schon geil. Ah, brr, ich hab grad gesagt, Basti, ich wollte gerade zu dir sagen, ich schick dir was, brr, und dann habe ich gemerkt, dass ich mich gemutet habe. Ganz stark. Ja, stark von mir, ich weiß. Ich schick dir mal ein Audio, Basti. In Blindheit rein. Ne? Meine Sensi ein bisschen runter. Basti? Herausforderungen, Fortbald. Basti. Basti. Wo müssen wir hin? Lazy. Super. Basti, ja, du bist muted. Alter, ist der Junge kacken oder was? Der ist ippeln. Ja, er ist echt nicht da, ne? Ich habe jetzt Grünblindheit, damit kannst du Lamas schneller sehen auf. Wenn du oben grünblind heißt. Ja, du bist also grünblind. Basti, kannst du jetzt wieder mit uns sprechen? Ja. Okay. Ich auch, und zwar. Ja, genauso würde ich da auch gerne liegen. Ja. Mit noch einem Zusatz. Schwippel im Haus. Ja, genau. So, mal die Challenge auch. Hä, wobei? Weiß nicht, wie die andere da ist, aber... Gar nicht ist die, aber ist mir egal. Die liegt nicht daneben. Ja, ist mir wurscht. Kann machen, was sie will. und lernt, genau. Das kann man denen halt echt zutrauen. Also, sie lernt auch noch was für ihr Leben. Ja, genau. Ja, Mann, ich hab's geschafft. Hast du es gesehen, den Move? So ein Müllspruch, Digga. So ein Abfallspruch. Ist also so. Wer sich den ausgedacht hat, der gehört echt geschlagen. Der gehört von seinen Eltern so geschlagen. Du gehörst auch von deinen Eltern geschlagen. Wurde ich. Nein, Spaß. Das ist nicht lustig, Tim. Unser Mate ist ehrenhaft. Ja, ich hab schon mal die ein oder andere Stelle bekommen. Ja doch, natürlich ich auch, hä, klar, aber richtig geschlagen würde ich das jetzt nicht immer. Das wurde ich auch nicht. Natürlich habe ich mal den Arsch versohlt bekommen. No homo jetzt. Ich ein kleines Kiddy war, Digga. Wenn ich ein Arschloch-Kiddy war, dann hat mein Dad den Arsch versohlt. Das hat geholfen. Keine Ahnung, wie alt ich da war. 3. Was habe ich jetzt da für eine Waffe?
Er war 3 und wurde gebockt. Ja, ach komm, leck mich doch, Alex. Nee, mit drei kannst du einem ja auch noch keine Schelle geben, also. Ja, natürlich. Ja, nee, eine Schelle habe ich halt dafür nie bekommen. Also ich weiß nicht, was wie der Schelle darauf kommt, dir eine Schelle zu geben, Digga. Was hat denn eine Schelle gekriegt? Ja, ist echt so. Also eine Schelle hätte ich, also weiß ich nicht. Eine Schelle habe ich nie bekommen. Eine Schelle mit der Hand, keine. Eine Kockschelle. Ja, lügt. Basti hat Bitch-Slaps bekommen. Junge, du lässt mir die Kisten, du Uhrengegner. Du Uhrengegner. Der ist voll chillig. Das ja, ist ein Teammate, ne? Das ist kein Gegner. Basti, du musst den Unterschied zwischen Freund und Feind erkennen. Wir sind deine Freunde. Nein, eigentlich ja nicht. Das ist nicht richtig, du hast keine Freunde, Tim. YouTube, komm mal her. YouTube. Ich find's geil, wie du mich nur YouTube nennst. Weil Basti hat den, Alex hat den jetzt aufgenommen und ich hab eh. Ja gut, ist ja egal. Ey, Teammate! Herr Teammate, ich kommuniziere mit ihm. Ja. Ich flirte mit ihm. Nee, ich hab weniger Leben als Tim. Ist gut, Basti. Ich hab mit unserem Teammate geflirtet, während ihr rumgepimmelt habt. Ich flirte regelmäßig, ob das dann funktioniert, ist die andere Sache. Deswegen kann ich aber trotzdem flirten. Ich kann flirten, das Problem ist mein Aussehen. Das war jetzt nicht lustig gemeint. Das stimmt, das habe ich mir auch gerade gedacht. Da oben ist eine Pump. Aber ganz ehrlich, eine, die damit nicht klarkommt, die will ich auch gar nicht. Ich werde nicht deswegen, weil, vor allem weiß ich auch nicht, ich werde deswegen jetzt nichts verändern, weiß nicht, was sie dann von mir verlangen würden. Denk mir mal so, was soll ich. Ich denk mir mal, was soll ich noch an mir verändern? Ist doch alles in Ordnung. Ich bin jetzt nicht so, dass ich Assi-Klamotten trage oder irgendwas anderes Komisches. Oder wie Basti mit Jogginghosen zur Schule kommen, da würde ich mich auch schämen. Der Gegner, glaube ich. Jetzt Concentration, Mädels. Ich sehe nur einen Mädel, Basti. Von dir im Plural in der dritten Person. Ja, genau. Nee, warte mal, was? Doch, ja, stimmt schon. Das hier überhaupt? Deine Mutter, Alter, ich bin runtergerutscht, das ist der Luftschlag. Erstmal habe ich noch nie gespielt. Nehme ich mit. Natürlich, gibt mir 10 HP Schaden. Brr, Teammate. Brr. Scheiße! Und da kommen noch mehr, Aber jetzt nicht auf die Humart, was? Ich komme jetzt mal hoch da. Ey, da willst du nicht hoch. Doch, genau da will ich hoch. Genau da will ich rein in die Olga. Ey, die schwitzen alle so rein, Alter! Luftschlag! Ey, die sind neben mir! Ja, ich bin down. Ja, leck mich doch! Fettes Stück Müll! Hab einen! Ich zieh durch, Digga. Ich hab doch da mein Ding gedroppt! Also nicht mein Ding, sondern... Wie denn? Ja, du kannst halt nichts machen, das Spiel ist halt komplett lächerlich. Wenn wir halt wieder schon gesplittet da hochgehen... Basti ist schon wieder aus Versehen ja, gecrittet. Nee, weil... Ja, nee, ich bin nicht aus Versehen. Ich auch raus, ist nur deprimierend das Spiel. Du kannst halt gar nicht, also als normaler Spieler kannst du nichts mehr erreichen. Soll ich mich umbringen? Du musst wirklich den ganzen Tag suchten, ja, mach doch was du willst, ich habe keinen Bock mehr. Lacht er wieder so ein Autist.
Freut sich, er hat Nacken von seiner Oma gekriegt. Ich mein. Der war böse, Tim. Egal. Ja, gut. Alter, da fliegt schon wieder eine Fliege in meinem Glas. Ich krieg einen Anfall. Im Glas. Im Blas. Saßrohr. Blasrohr. Halt nice. Alex, im Gegensatz zu deiner nice. Mutter letzte Nacht blase ich halt nicht. Muss nochmal, ich bei Scheiß höre ich nicht hin. Wenn Scheiß redet, das höre ich nicht. Boah, der heftig. Scheiße. Was war? Was ist schon wieder, Basti? War das gerade Ironie oder war das wieder ernst? War das wieder so eine versteckte Ernst gemeint? Komplett Ironie. Für dich reicht es. So, Demagi Gaming. Demagi. Demagi. Gaming. Gaming. Ja, du musst wieder deine sexuelle Richtung verkörpern, du Affenkopf. Verkörpern. Ja, ja, das ist ein Schwitzer. So ein Schwitzer, der Typ. Ja, guck ihn dir an. Er ist Schwitzer, dein Urgroßonkel. So, wohin lassen wir denn? Digga, warum Loot Lake? Schwul Lake. Loot Cake. Aber als ob wir echt Loot Cake landen. Loot Cock. So ein Abfallort. Ja, schwöre, wenn ich jetzt wieder so hässlich sterbe, dann gehe ich sofort raus und beende den Stream und wir spielen Apex, Basti. Ja, weil das ein normales Spiel ist. Da kann man wenigstens was erreichen. Fühlt er sich heftig, weil er eine LED-Leiste hat. Nee, wenn du mal mein Zimmer anschaust, dann kackt eins dagegen komplett ab. Ich habe zwar keine einzige LED-Leiste, dafür habe ich beleuchtete Regale und Regalbretter aus Glas. Ja, wie soll ich denn Regale beleuchten, wenn ich nicht mal Regale hat? Ja, das ist halt noch trauriger. Das ist doch kein Eier, was. Frage ist, wo lagerst du dein Zeug? Ja, die muss ich aber auch nicht beleuchten. Ich weiß nicht, was du mit da gibt's doch nichts zu beleuchten. Doch. Du hast doch gar keine Ahnung, wie das funktioniert, Alex. Das sind Glasplatten, auf denen du Zeug draufstellen kannst. Und ich die weiß, sind dann von hinten so beleuchtet. Ah, von mir ist ein Gegner. Ja, aber nicht dieses Regal, ja. Ich hab ihn. Ab nach Apex. Er verreckt sowieso und beschwert sich wieder. Ich hab ihn. Weil er schlecht war. Das weiß ich mal. Passiert eher selten in dem Spiel. Der hat mir nicht mal einen Damage gegeben, der Depp. Kann das Spiel halt gar nicht. Geht's einfach zu Tim Wirth, damit die scheißen auf mich. Ich verreck nicht. Bin ja nicht dumm. Ich weiß nicht drauf hin. Ja, die werfen Granaten. Bin weg. Komplett raus. Und 30er Hit. Ups, der war komplett verendet. Ich bin halt so hart drauf, auf sehr hab ihn. Der da fliegt, knocked. Ja, Digga, es sieht schon wieder ohne Erd, Digga. Ich kann nichts machen, was ich hätte davor auch schon Zeit. Nein, nicht du, der Mate da. Da hätte sein können, dass er ausknickt. Ich habe so viel gesniped da hinten und keinen ordentlichen Kill dafür bekommen. Ich bin halt auch mit dem Revolver, weil dafür braucht man auch Aim, wie normaler Mensch. Ja, jetzt ist es. Mach Cola, ja. Ah! Da ist einer. Süden. Süden. Meine Granaten. Hey, wo pimmelt der denn rum jetzt? Der ist hier unten. Meine Granaten, Achte. Ich check halt auch das Spiel nicht. Stop. Meine Fresse, ich hab ihm schon 80 Hits gegeben, er schluckt trotzdem noch. Ich hab nichts zum Heilen. Scheiße, das war zweideutig. Ja. Ich brauch nicht zu heilen. So. Ich brauche Pump Moon, Mini Moon und ich habe keine Heilung.
ich hab ein paar Bandages noch. Bandages. Dunktaschi. Und hab hier ein bisschen Parfum. Dunktaschi. Hast du Mini-Muni für mich, Tim? Nee, ich hab doch gesagt, ich brauch selber Mini-Muni. Digga, ich hab keine Mats, ich hab halt gar nichts. Jetzt kann ich mit dem dämlichen Flamingo 8 Stunden auf irgendwelche Bäume eindreschen. Auch ein richtiger Scheißort ist. Nee, jetzt kann ich halt mit dieser dämlichen, stumpfen Flamingo-Spitzhacke 80 Stunden auf irgendwelche dämlichen Bäume eindreschen, um 5 Holz zu kriegen. Das ist halt bei Apex anders. Ja, dann musst du gar nichts dreschen. Ja, dann außer die Gegner. Apex, wenn die ganze Zeit rumheult. Ja, es ist auch besser. Einfach das bessere Spiel, sieh's ein. Schau, wenn man kein Skill braucht. Doch. Mehr als bei Fortnite. Das stimmt tatsächlich. Ja, wobei. Na, man braucht in Fortnite schon mehr Skill. Bei Fortnite musst du aber dieses scheiß Bauen eigentlich nur spammen, sonst musst du nichts können. Da krieg ich... Guck mal, wie die meisten. Die Pros haben vielleicht noch Aim, ja, aber wie die meisten Pseudo-Pros können alle nur bauen, aber die haben alle null Aim. Habe ich vorhin an Alex gemerkt. Und, Alex hat zwar einigermaßen Aim. Kann ich auch. Also und die Kack in die Hose kackst. Aber die bräuchte ich bitte. Du hast kriegst eine grüne Pump, viel Spaß damit. Bandus für euch. Was, ne? Grüne Pump. Ah ja, ja, spiel ich ihn lieber. Bringt dir nichts. Es laggt bei mir Todes. Danke. Du brauchst halt für Apex mehr Geist. Das stimmt. Apex ist praktischer. Du musst um einiges mehr überlegen. In Fortnite kannst du einfach noch reinrushen. Lass die pushen. In Fortnite musst du über in Apex musst du nachdenken. Wenn du Arena auf 300 Punkte spielst. Ja, ist ja gut. Aber da wird Apex noch taktischer. Und dann ist es auch wieder schwieriger wie Fortnite. Weil du in Apex einen richtigen Punkt suchen musst. Weil du da gar nicht bauen kannst. Kannst du dann in der engen Zone mit 8 Squads nichts mehr machen? Brauchst du schnelles Aim, schnelles taktisches Denken und du musst halt versuchen, dich möglichst immer auszuheilen. Und da drüben bei Osten sind Gegner bei Dusty. Ja, da muss ich jetzt nicht hin. Der hat mich gesehen, der will mich snipen. Hast ein Lagerfeuer. Na, warte mal bitte. Da liegen 9 Granaten, wer die von euch haben will. Nee. Eigentlich nicht. Ich hab absolut kein Loot, keine Mats, keine Muni, keine Heilung, gar nichts. Wo sind nochmal die Granaten? Da hinten. Da hinten halt. In Erdhaus. Kannst du mir sie bitte einfach markieren? Wie ein normaler Mensch? Ja, ist halt echt so. Ja, wobei ich könnte nicht mal markieren, weil ich habe was anbeint. Weil das in Fortnite eine komische Tastenbelegung ist. Mitgenommen. Ab hoch da. Revolver, ein blauer. Tim, jetzt mach nicht mehr diesen Alleingänger, bleib mal bei uns. Ja, was soll ich denn bei euch machen? Nur auf freiem Feld rumpimmeln oder was? Hauptsache bescheren, wenn wir sterben. Ja, ist doch auch so. Ganz ehrlich, was macht ihr denn da jetzt? Was habt ihr jetzt da die ganze Zeit gemacht, frage ich dich. Wir suchen die ganze Zeit nach Mut und haben uns noch. Ja, weil da auch keine Kisten sind. Das müsstet ihr aber so langsam nach 80 Jahren Fortnite-Spielen wissen, dass da keine Kisten sind. Weißt du, sogar ich. Und ich habe 3 Wochen oder 4 Wochen nicht mehr aktiv gespielt. Ja, da pimmeln welche bei Nordosten. Moin, Servus. Ach, ah ja, David. Servus. Nein. Oh Gott, man, da kriegt ja keinen Fall Schaden bei dem Ding. Ja, was macht unser Teammate denn, der fightet? Ach, bruh.
kriegt er wenigstens noch was Brauchbares. Wenigstens irgendwas lila. Naja, das ist eine Handkanone, ich dachte, es wäre ein Revolver. Ich sollte vielleicht mal in die Zone. Ja, das ist eh diese Luftfestung, ne? Ich hab die Zone noch nicht ein einziges Mal Blue Life gesehen. Da schießen wieder 18 Leute auf mich. Ja, du musst jetzt auch nicht auf die Entfernung auf die schießen, Basti. Nein, sag ich ganz ehrlich. Ich hab nur 30. Gleich. Ich bin so One-Shot. Es ist so scheißlecker, Alex, Mann. Bei Gegner. Warte, ich droppe dir hinter der Wand, ist ein bisschen Sturmgewehr, Muni. Ich bin bei dieser Luftburg oben. Ach, du bist eh tot, ja, geil, dann. Ihr könnt mich bei der Luftburg hochholen. Ah, da ist ein Typ! Ist hallo, warum kann ich denn hier nicht bauen? Tschüss! Hab einen. Da, Basti, ich bin da, komm her. Hä, ich dachte, du bist oder down. Tim, bitte. Schnell. Ja, no homo, ich komm auch. Aber das Ding ist, ich sterb an der Zone. Hat den ganzen Sport da oben. Nee, das ist diese... Basti bricht ab, Basti! Drop mir mal bitte, drop mir mal... Ach, wir müssen nicht Luft runter. Ja, das dann editier oder schieß mal ab. Basti, bist du dumm! Du hast dich bewegt! Das, wenn ich mich im Kreis weg, dann juckt es nicht, wenn du direkt vor mir stehst. Du doch, das Kopf. Juckt. Weg mit der Olga da. Weiß ja nicht, was ihr da unten gemacht habt, aber ich hab den Scotty geholt. Super, Tim, ganz toll. Habt ihr wenigstens Leben? Ja. Aber super. Ich hab nur noch Minis jetzt. Das Medkit muss ich selber nehmen, um überhaupt die Zone zu überleben. Weil das Spiel affig ist, weil die Zone hier komplett behindert ist. Ja. Ja, in Apex kannst du die Zone mit Abstand leicht überleben. In Apex. Ja, Apex ist auch besser. Und du kommst jedes Mal angepimmelt, wenn wir Apex zocken, wie wenn wir dann offline gehen würden und Fortnite zocken. Ja, Fortnite zocken, obwohl das leckere Spiel ist. Ich überleb's nicht. Da sind Gegner am Rande der Zone, wir sind am Arsch. Da ist ein Biggie, ich nehme ihn nicht mit. Kann ich nicht. Da ist ein Lama! Da ist ein Lama! So, was kann jetzt diese neue hässliche Pump da? Ja, Southpacks. Gönn. Alex, kannst du mir bitte ein bisschen Sturmgewehr geben, wenn es geht? Ja, klar. Die schießen euch da komplett ab, ne? Ey, die schießen mich komplett ab! Alter, was ist denn schief mit dem Typen? Ah, der hat eine Minigun, deswegen. So eine Schwuchtel. Digga, was ist denn mit ihm schon wieder los? Seine Eltern sind Geschwister! Sei der auch. Mann, in dem Moment, wo ich schieße, drück dir mein Headshot. Ja, ich kann. Ja, ihr seid alle da. Wenn ich 10 AP hab! Was macht der denn da? Epic hat man richtig viel Healing. In Epic? Ach, leck mich doch. Das ist geehrt. Ach, komm schon! Wieso kann ich denn das Spiel so wenig? Ach, leck mich doch. Ja, ich weiß. Ich versuche bloß, dass mich irgendwo einer flankt. Ja, erstmal runter da. Ja, der ist schon unten. Der war auch gut. Ja, gehen die Zone. Das ist halt auch das. In Apex weiß ich genau, wo die Gegner sind. Da habe ich gar kein Problem damit. Und hier ist es komplett raus. Alter, überall, ne? Ich sag's dir. Ich guck grad nicht auf mein Bildschirm, nicht wundern. Berlin, was geht ab? Seid ihr gut drauf, schreibt Raffi. Erstmal sind wir nicht in Berlin, zweitens sind alle scheiße drauf. Basti, stream doch einfach mit. Spiel mit. Raffi meinst du? Ja, Raffi meine ich. Nee, ich höre jetzt auch dann auf. Ich hab nur noch Depressionen von dem Spiel. Ja, er ist schon wieder connected.
Ich habe halt außer Depression nur noch Depression von dem Spiel. Rechts. Hinter dir. Ich habe keinen Bock gegen ihn zu fighten, Mann. Sieh doch ein. Geh mir ihn anders nerven. Ach, leck mich doch. Ich habe keine Lust mehr auf das Spiel. Ja, leck. Nee, ich aus. Stopp. Keine Lust mehr. Aus. So, war ein scheiß Stream. Tschüss.